Hallo liebe Sternfreunde, ich grüße Sie zur 102. Folge in Astronomie Television und wir besprechen heute, was haben wir da auf dem Plan? Extinktion, und zwar wollen wir sie einfach nur mal berechnen. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Wir haben also hier den Erdboden, hier haben wir die Obergrenze der Atmosphäre, tun wir mal so, hier steht unser Fernrohr. Dann haben wir im Zenit einen Stern und wir haben einen Stern in 30 Grad Höhe zum Beispiel. Und wir haben hier unten die Sonne, wie sie auf dem Horizont steht und gerade untergeht. Wir haben also einmal den Lichtweg direkt kürzesten nach draußen durch die Atmosphäre, dann einen bei 60 Grad Zenitdistanz, das sind 30 Grad Höhe, und einen praktisch 0 Grad Höhe oder so in etwa bei der Sonne. So, dieser Weg des Lichtes, der kürzeste aus der Erdatmosphäre raus oder in die rein, wie man will, sei von der Länge 1. Das nennt man deshalb x gleich 1. X ist die übliche Abkürzung für Luftmasse oder Airmass. Airmass, Luftmasse. Bei 30 Grad Höhe hier haben wir x gleich 2. Da ist es nämlich gerade der doppelte Wert. Und beim Horizont, das werden wir nachher nochmal in einer Formel sehen. Ich sage es jetzt aber schon mal, sind es x gleich 40. Da ist also der Weg durch die Atmosphäre 40 mal so lang wie im Zenit. Um jetzt die Extinktion ausrechnen zu können, müssen wir also vielleicht zuerst einmal wissen, welche Extinktion wir im Zenit bei x gleich 1 haben. Gut, das wollen wir machen. Da habe ich in meiner 7. Auflage meines Buches die Tabelle 2.2, die ich jetzt einmal zu Rate ziehe. Und was haben wir dann an Effekten? Das eine ist, das Licht kommt rein und wird einfach gestreut. Das ist die Rayleigh-Streuung. So, die ist abhängig von der Wellenlänge. Je kürzer die Wellenlänge, umso stärker ist die Streuung. Die macht im visuellen Bereich, ich nenne das V, die visuelle Helligkeit, 0,1 Größenklasse aus. Und im blauen Bereich macht es mehr aus. Ich sagte gerade, es ist wellenlängenabhängig. Da sind es dann 0,23 Größenklassen, was diese Streuung ausmacht. Wenn blau so viel gestreut wird und demzufolge weniger am Boden ankommt, muss es sich in der Atmosphäre befinden. Irgendwo muss es da noch sein oder auch ein bisschen rausgehen. Das heißt, ein Außerirdischer, der auf die Erde zugeflogen kommt, müsste den Planeten bläulich sehen. Der blaue Planet. Wir sprechen von dem blauen Planeten. Also passt es. Dasselbe aber hat auch der Betrachter, der hier unten steht und zum Himmel schaut. Auch der sieht einen blauen Himmel. Manchmal. Wenn keine Wolken da sind. So, das hätten wir. Wir haben also zwei Größen, was die, durch die Streuung. Aber die Erdatmosphäre hat auch Staubteile, Wassertröpfchen, große Moleküle, was weiß ich. Also alles Mögliche, was wir Aerosole nennen. Also Luftteilchen, wenn wir so wollen. Aeroluft, Aerosole. Und damit sind diejenigen Teilchen gemeint, deren Größe wesentlich größer sind oder ist als die Wellenlänge des Lichtes, was reinkommt. Und das sind eine ganze Menge. Und das nennen wir auch Trübung. Und im Hochgebirge ist diese Trübung, und ich schreibe jetzt mal Zahlen hin, nur auf das Visuelle bezogen. Im Hochgebirge 0,03 Größenklassen. Bei uns typisch 0,12 Größen, nein, nicht typisch, Entschuldigung. Wenn wir hier auf dem Boden gute Luft haben, klare Luft, sind es 0,12 Größenklassen. Ich hebe das gleich hoch. Und wenn wir hier sehr trübe Luft haben, ist ein statistischer Mittelwert 0,57. Die Summe der Extinktion also im Hochgebirge macht 0,10 plus 3 dazu 13 aus. Bei uns in etwa 0,22, wenn wir klare Luft am Boden haben.
Und wenn wir sehr trübe Luft haben, sind es 0,7 und, ich habe mich vertan, sehe ich gerade, 47 sind das hier unten. 0,47 und die Summe ist dann 0,57. So, also geht es jetzt in die Berechnung. Jetzt muss ich eigentlich nur noch ausrechnen, wie groß x ist. Also hier oben habe ich, jetzt nehme ich diese Fälle visuell und auch hier visuelle, klare Luft, nehme ich also die Summe von 0,22. Hier im Zenit hätte ich also eine Extinktion von 0,22 Größenklassen. Das heißt eine Abschwächung der Helligkeit der Sterne um 0,22 Größenklassen. Bei 30 Grad Höhe ist es dann das Doppelte, also 0,44. Und hier unten ist es das 40-fache am Horizont, also 8,8 Größenklassen, rund 9 Größenklassen Abschwächung. Das heißt, der Mond, der Vollmond bei minus 12. Größe, hätte dann etwa noch minus 3. Größe, so wie Jupiter oder Venus. Und die Sonne mit minus 26 oder 27, ja, minus 26,8, hätte dann etwa minus 18. Größenklasse. Das ist immer noch sehr hell. Also bei sehr klarer Luft dürfen wir nicht in die Sonne schauen, auch wenn sie gerade am Untergehen ist. Wie ist es aber bei trüber Luft? 0,57 mal 40. Taschenrechner. 0,57 mal 40 sind 22,8 Größenklassen. Dann hat die Sonne nur noch die Helligkeit von Venus. Und zwar die Gesamthelligkeit. Aber im Gegensatz zu Venus ist die Sonne dann kein Punkt, sondern die Helligkeit, das Licht ist über eine Fläche verteilt. Und deshalb können wir dann bequem in die Sonne schauen. Aber das ist eine Frage eben, wie trüb ist gerade die Luft. Und da müssen wir natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir uns da überschätzen und meinen, die Sonne sei dunkel, schauen vielleicht sogar noch mit dem Fernglas rein, können wir unsere Augen kaputt machen. Ich warne davor, lieber einen Tick vorsichtiger und weniger mutig als umgekehrt. So, dieser Faktor 40, den wollen wir ausrechnen mit einer Formel, die steht hier schon, weil sie etwas länger ist. Und wir wollen auch diesen Faktor 2 und die anderen Faktoren eben ausrechnen. Die Formel, die wir hier brauchen, ist eine einfache Kosinusformel. Und zwar, ich kann sie hier nochmal hinschreiben, x ist gleich 1 durch Cosinus z. X ist gleich 1 durch Cosinus z. Z ist die Zenitdistanz. Wir könnten auch, weil wenn wir Freunde der Höhe sind, sagen, das ist 1 durch, ich quetsche das hier nochmal hin, Sinus von h. Der Sinus ist ja so eine Art Komplementärfunktion zum Cosinus und h eben die Höhe ist die Komplementärgröße zu z, also Höhe h ist das eine, z ist das andere, zusammen immer 90 Grad. Sinus von 30 Grad, das ist 2. Und deshalb 0,5 und 1 durch 0,5 sind eben 2. Deshalb also hier 2. Wenn wir das auch für den Horizont machen würden, zum Beispiel genau auf dem Horizont, 40, da haben wir hier, wo die 40 geht, da haben wir hier eine Höhe von 0. Sinus von 0 ist 0. 1 durch 0 geht nicht. Nicht erlaubt. Kriegen wir Probleme. Und deshalb merken wir schon, kann diese Formel, diese einfache, in Horizontnähe nicht gelten. Genau auf dem Horizont kann sie überhaupt nicht funktionieren und in der Nähe ist sie zu falsch. Diese einfache Formel hier unten, 1 durch Cosinus z, gilt relativ gut für Objekte, Sterne, die höher stehen als 20 Grad. Also bis z gleich 70 Grad. Aber wenn es dann tiefer ist, geht es nicht mehr. Das heißt, wir brauchen eine neue Formel und damit ein neues Blatt. Und hier steht diese Formel, natürlich auch in meinem Buch. Das ist wieder dieselbe Formel wie eben, nämlich 1 durch
wieder Cosinus Z, aber jetzt kommt ein zweites Glied dazu. Diese Formel dürfen Sie immer verwenden. Wer also was programmiert, der muss da keine Fallunterscheidung machen, der nimmt dann immer diese Formel. Nur bei Höhen oder über 20 Grad ist dieser zweite Term hier so unbedeutend, dass wir ihn weglassen können. Jetzt steht hier 0,025 mal e hoch minus 11 mal Cosinus Z. Also, Cosinus Z, jetzt nehmen wir den Horizont mal. Am Horizont ist Cosinus von 90 Grad 0, das ist dasselbe wie Sinus H, Höhe 0. 0 mal 11 ist 0. E hoch minus 0 oder E hoch, ja, 0 ist immer 1. Also fällt dieser ganze Kram hier hinten weg und wir haben 0,025. Das vorne war auch 0, hatten wir ja da schon, vorhin auch schon. Jetzt steht aber dort nicht 1 durch 0, sondern 1 durch 0,025, das ist ein 40stel, also ist x gleich 40. Also nach dieser besseren Formel wäre am Horizont x gleich 40. Das kann man auch im Stellarium, im The Sky, anderen Planetariumsprogrammen mal überprüfen, denn dort steht meistens in dem Fenster, in dem der Stern mit seinen Koordinaten und so weiter beschrieben wird, auch der in dem Moment geltende x-Wert. Da hat man es also sehr einfach, da braucht man nicht einmal groß ausrechnen, wenn man dieses Programm benutzt. So, ja, über die Sonne hatten wir gesprochen und jetzt noch ein letztes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen veränderlichen und einen Vergleichsstern und wir wollen die Helligkeit des veränderlichen wissen. Lege ich mir mal wieder meinen Spickzettel hier hin, muss ich mal umdrehen. Naja, so, der veränderliche sei zum Beispiel 63 Grad hoch und der Vergleichsstern sei 62 Grad hoch und dessen Helligkeit kennen wir, die sei 9,563 und 62 Grad hoch. Auf dem Foto mögen beide jetzt gleich hell sein. Allerdings wissen wir, also da würde man zunächst sagen, der veränderliche ist 9,563. Größenklassen hell, aber wir wissen ja, dass wir geben ja immer dann die Helligkeit an auf den Zenit bezogen und dieser Vergleichsstern A hat ja einen größeren Lichtverlust erlitten, weil er ja ein Grad tiefer steht. Demzufolge ist also der veränderliche, also er ist eigentlich etwas heller und der Vergleichsstern wird also ein Tick dunkler sein als dieser Wert hier. Aber um wie viel? Was macht die Extinktion hier im Unterschied aus? Wie viel muss ich dazu zählen? Dunkler heißt ja, die Zahl wird größer. Dazu muss ich wieder diese Formel nehmen, die wir eben hatten. Wir sind ja in großen Höhen, da kann ich die einfache Formel benutzen. Und diese einfache Formel besagt, dass ich, hier habe ich da schon ausgerechnet, hier oben habe ich x gleich 1,122 und hier unten habe ich x gleich 1,133. Also die x-Werte sind natürlich bei so nahe beieinander liegenden Sternen, ja, selbst kennt man die Sterne hier schon kaum noch, so viel habe ich gemalt, also hier sind sie, sind die x-Werte natürlich sehr ähnlich. Der tiefer stehende Stern hat natürlich einen etwas größeren x-Wert. Und wenn man jetzt ausrechnet, welche Größenklasse das darstellt, mit der 0,22, die wir vorhin hier hatten, hier, ja, diese 0,22 im Zenit, dann bedeutet das, dass dieser Stern abgeschwächt wird, 0,247 mag und der 0,249, also. Der höherstehende wird nur um 0,247 Größenklassen abgeschwächt, der tieferstehende um den enormen Betrag größer von 2000, nämlich 249 hinterkommt. Das sind also nur 0,3
Differenz Delta 0,002 Größenklassen, um die der ein Grad tiefer stehende Stern in dieser Höhe mehr abgeschwächt wird. Wenn wir tiefer am Horizont sind, also 10, 20 Grad, und die andere Formel angewendet werden müsste, ist der Unterschied deutlich größer. Und das spielt dann schon eine Rolle, gerade wenn wir hellere Sterne visuell schätzen und die liegen ein paar Grad auseinander. Ich denke da zum Beispiel an Epsilon Auriger, ein sehr heller Stern, der wurde hauptsächlich visuell oder sehr viel visuell geschätzt oder auch fotografiert, aber die Vergleichssterne ähnlicher Helligkeit waren weit entfernt und der war zu einer gewissen Jahreszeit sehr tief im Norden am in der Horizontnähe. Da war die Extinktion dann sehr groß und da musste man natürlich dieses berücksichtigen. So, das waren jetzt mal ein paar Beispiele zur Extinktion. Und das letzte Beispiel hatte etwas mit Helligkeitsmessungen oder Schätzungen zu tun. Und zu diesem Thema gibt es dann auch noch das Thema Szintillationsrauschen. Irgendwo, ja, Szintillationsrauschen. Das spielt nämlich auch eine Rolle bei dem Bestimmen der Helligkeit. Und das möchte ich mit der nächsten Folge behandeln. Ich bedanke mich jetzt erst einmal für das aufmerksame Zuhören und verbleibe bis zum nächsten Mal. Erik Wischnewski. Tschüss.